Das ist der Felsenstorchschnabel. Der blüht im Mai. Ist übrigens eine ziemlich bodendeckende Pflanze. Die Blüte sieht auch, finde ich, sehr faszinierend aus. Und ist halt auch eine ganz spezielle Wildbienenweide. Auch Honigbienen gehen natürlich rein. Blütenpollen ist gelb. Und mal schauen, ob wir da noch so eine kleine Wildbiene sehen. Da. Käfer gehen auch rein. Wo sind denn jetzt diese ganz kleinen Wildbienen, dass wir die nochmal auf die Kamera nehmen können? Hier wieder eine Hummel. Es riecht jetzt nicht so besonders für uns Menschen, allerdings ist es ein wirklicher Insektenmagnet.